Man brauchte nicht nur eine Tasche. Hallo ihr Lieben, ich bin Julia von Just Me. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Thema heute, wie finde ich die erste perfekte Designer-Handtasche für mich? Ich habe tolle Tipps für euch, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht, die euch dabei helfen sollen, die für euch perfekte Designer-Handtasche zu finden. Tipp Nummer 1, ganz wichtig, überlegt, wann ihr die Tasche tragen möchtet. Soll es mehr so eine Daily Bag sein, wo ihr Handy, Portemonnaie, Schlüssel, eine Maske, ein Labello, Handcreme reinpackt und die ihr irgendwie immer schnell greifen könnt und losrennen? Oder vielleicht braucht ihr auch eine Tasche, die ihr täglich zur Arbeit mitnehmen möchtet und das soll dann für den täglichen Gebrauch eine ganz tolle Designtasche sein? Oder möchtet ihr mehr sowas wie so eine kleine Klatsch haben, wo einfach nur ein Portemonnaie und ein Schlüssel reinpasst, die ihr schön auch vielleicht in eine große Tasche reinpacken könnt, die ihr aber immer griffbereit habt? Das ist ganz wichtig, das müsst ihr euch vorher überlegen. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Übrigens sind die alle auf meinen Pinterest-Wänden bzw. auf meiner Pinterest-Wand Ladies Bags verlinkt. Wenn ihr euch das nochmal genau anschauen möchtet, da ist das auch dann direkt mit Shopping-Link verlinkt. Und ich habe natürlich einen Blogbeitrag für euch, wo auch nochmal die ganzen Tipps drin stehen und nochmal der Link zur Pinterest-Wand drin ist. Wenn ihr einen Blick auf das Pinterest-Board werft mit den Bags, da sind viele Taschen dabei, die auch in verschiedenen Größen erhältlich sind. Das heißt, ihr könnt auch noch überlegen, wollt ihr die eine Nummer kleiner, eine Nummer größer, je nachdem, wie viel ihr reinpacken wollt. Dann, ganz wichtig, auch ein Tipp, überlegt euch vorher, wie tragt ihr die Tasche? Seid ihr mehr der Typ Crossbody-Bag oder reicht es euch, wenn ihr zwei Henkel da dran habt? Oder möchtet ihr irgendwas Multifunktionales, wo man den Riemen abmachen kann und dann den Henkel dran oder den Henkel abmachen und nur den Riemen? Oder in welcher Art und Weise mögt ihr gerne die Tasche zu tragen? Denn es kommt unheimlich oft vor, dass ihr beispielsweise eine Tasche kauft, die zwei Henkel habt und dann zwischendurch habt ihr das Gefühl, ach Mist, ich kann mir die gar nicht umhängen, ich habe die ständig in der Hand, mich nervt das. Oder andersrum, euch nervt dieser lange Riemen da dran. Gerade da solltet ihr euch überlegen, so, wie ist meine Art und Weise, die Tasche zu tragen, weil die schönste Tasche zu haben und sie dann nicht zu tragen, das wäre einfach zu schade. Als so eine gute, ich sag mal, Shopping slash Business Bag ist zum Beispiel die Louis Vuitton On The Go einsetzbar. Habe ich euch auch verlinkt hier. Die hat ein super strapazierfähiges Material. Man kann viel reinpacken und die täglich mitnehmen. Andere Möglichkeit wäre auch der Shopper von Saint Laurent. Da habe ich ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Ist auch super praktisch, weil da passt auch ein Notebook und so weiter mit rein. Ihr könnt eine Wasserflasche mit reinpacken und was ihr sonst noch so braucht und könnt die täglich mit zur Arbeit nehmen. Schönes Beispiel auch von Givenchy, die Antigona. Die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben und es gibt die auch in verschiedenen Größen. Die ist super praktisch, weil die hat nämlich einen Henkel und oder zwei Henkel und einen Trageriemen. Die kann man oben zumachen, auch so eine Sache. Mögt ihr das gerne, wenn ihr einfach reingreifen könnt raus und Sachen rausnehmen oder seid ihr lieber unterwegs und möchtet eure Tasche oben mit einem Reißverschluss oder mit irgendeiner Art von Verschluss zumachen können. Also auch ein sehr schönes Beispiel für eine Daily Bag, wo super viel reinpasst, in verschiedenen Farben und Formen und Größen erhältlich und mit beidem Trageriemen und Henkel. Natürlich geht es bei einem Taschenkauf in erster Linie um, ich sag mal, Liebe auf den ersten Blick. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwas kauft, was ihr gefühlt dann auch irgendwann wieder verkaufen möchtet. Aber man kann sich darüber Gedanken machen, ob es vielleicht ein Exemplar sein könnte, was sich ganz gut wieder verkaufen lässt, wenn ihr das Gefühl habt, das ist vielleicht doch nicht die Tasche, die ich so oft trage. Da könnte man so ein bisschen darauf gucken, ist das eine Marke mit einem mit einem historischen Hintergrund, eine, die schon lange besteht, eine Marke, wo man weiß, hey, ich sag mal, Chanel 255 lässt sich definitiv wieder verkaufen. Oder eine Hermes Birkenbag, das sind jetzt nicht die Beispiele, die ich euch als Taschen Anfänger oder erste für die erste Designertasche empfehlen würde, aber man kann gut nachschauen, ob es die Taschen vielleicht gebraucht gibt und inwieweit der Wert gesteigert oder gefallen ist. Deswegen auch da kann man sich vorher überlegen, ist das eine Sache, da investiere ich ein bisschen mehr, aber ich weiß, dass die Tasche an Wert quasi nicht verliert. Grundsätzlich klar verkaufe ich auch Taschen gerne wieder und ich kaufe die auch gerne gebraucht,
Aber wenn ich die sehe, möchte ich erstmal das Gefühl haben, diese Tasche soll mein Leben lang bei mir bleiben und Teil meiner Kollektion sein. Also auch das ist vielleicht was, was ihr euch vorab überlegen könnt. Gerade bei Traditionshäusern wie Dior, Chanel, Yves Saint Laurent oder Givenchy kann man ganz gut die Taschen auch wieder verkaufen. Es gibt ein paar andere Marken, die sind gerade neu auf dem Markt. Auch die haben eventuell die Möglichkeit oder gibt es die Möglichkeit, die Tasche wieder gut zu verkaufen. Ich verlinke euch auf jeden Fall im Blogbeitrag ein paar Möglichkeiten, wo ihr auch gut gebrauchte Taschen bekommen könnt und wo die auch geprüft sind, ob es auch wirklich Originale sind. Ein Beispiel für so eine Tasche, die man irgendwie auch als Investitionsobjekt sehen kann, habe ich euch mitgebracht. Natürlich kennt ihr die Chanel 255. Gerade wenn ihr bei den ruhigeren Tönen bleibt, beispielsweise schwarz, grau, beige, creme mit goldenen Metallelementen, dann lässt sich das auch super wieder verkaufen, als wenn man eher eine Akzentfarbe wählt aus einer Spring-Summer-Collection in irgendeinem extremen Pink. Ist vielleicht ein bisschen, geht auch weg, gerade wenn es irgendwie so eine 255 ist oder eine Tasche, die einen sehr hohen Wiederverkaufswert hat, dann geht das natürlich, aber trotzdem sollte man sich das auch nochmal überlegen. Gerade für die erste Designer-Handtasche ist es wichtig zu überlegen, okay, welche Farbe nehme ich denn? Sollte es eine sein, die eher meinen Basisfarben entspricht, also eher ein warmes Braun, Beige, Creme für Frühling- oder Herbsttypen oder ein kühles Dunkelblau, Schwarz oder ein Weiß für Sommer- oder Wintertypen. Übrigens passend zu den Farbtypen habe ich hier ganz tolle Inspirationsmöglichkeiten, auch für Taschen auf meinen Pinterest-Boards für Frühling, Sommer, Herbst, Winter-Typen. Schaut da gerne mal vorbei. Da ist es auch wichtig zu überlegen, bleibe ich eher bei diesen Basistönen oder soll es die erste Handtasche direkt in so einer mega Akzentfarbe sein? Da habe ich auch ein paar Beispiele für euch. Gerade die Gucci, die kleine Dionysos, ist eine Tasche, mit der viele starten und auch die gibt es in ganz tollen verschiedenen Farben. Ich habe mir hier das Beispiel in so einem schönen dunkelgrün mitgebracht. Traumhaft sieht das aus für einen Herbsttypen. Kann man super mit dem braunen Trenchcoat verbinden bzw. stylen. Aber auch im Sommer ein richtig schöner Farbtupf in einem Outfit. Oder auch ein gutes Einsteigermodell von Stella McCartney, hier so eine schöne Tasche mit so einem Gitarrengurtriemen in einem schönen Hellblau. Super schön, passend auch zu einem Sommer- oder einem Winterfarbtyp. Gibt es auch für Herbst- und Frühlingstypen in einem anderen Farbton. Aber auch gerade für Leute, die darauf achten, dass sie beispielsweise kein echtes Leder verwenden wollen in ihrer Taschenauswahl. Also auch da viele Varianten. Auch das könnt ihr filtern. Dann nachher, wenn ihr die ganzen Tipps durchgegangen seid und genau wisst, in welche Richtung eure Handtasche gehen soll. Dann solltet ihr natürlich einen gewissen Blick auf eure Garderobe werfen. Seid ihr eher der Typ, der irgendwie rockig unterwegs seid? Zieht ihr super oft Blazer und Blusen an? Seid ihr sehr schick und elegant unterwegs oder liebt ihr es, Kleider zu tragen? Oder ist euer typischer Look Jeans und T-Shirt? Da sollte vielleicht die Tasche auch ein bisschen zu passen. Es gibt also Varianten, die kann man super gut zu Jeans und T-Shirt kombinieren. Ich sag mal hier so ein Beispiel, die Rockstud von Valentino wäre auch so eine Möglichkeit, wenn man gut mit entweder mit einer schönen Lederjacke oder auch mit Jeans und T-Shirt und Sneakers kombinieren kann, wäre eine Idee als gutes Einsteigermodell für so einen Look. Oder auch Taschen wie die Lulu von Saint Laurent. Übrigens auch eine ganz tolle, ich sag mal, Starter-Tasche, weil die auch so schön multifunktional einsetzbar ist, die man auch in so schönen Farben wie Schwarz, Creme und so weiter bekommt oder Grau. Ich habe persönlich eine in Schwarz. Ich stelle die gerne hier nochmal vor. Ich bin sehr zufrieden damit und das ist auch so eine Daily Bag, wo man echt ganz viel rein bekommt und trotzdem nicht so schwer alles mitschleppen muss und die man super stylen kann, entweder schick oder auch sportlich, rockig, also multifunktional einsetzbar. Vielleicht seid ihr auch eher der Typ, der sehr gerne extrem schick mit Blazer rumläuft, dann empfehle ich auch eine sehr schicke Tasche zu nehmen. Ein gutes Beispiel wäre die von Chloé, die Schultertasche mit einem schönen kleinen Henkel, aber auch einem Trageriemen. Super elegant, passt zu jedem schickeren Outfit, ob es jetzt ein Kleid ist oder ein schöner Pencilskirt oder ein Blazer. Gibt es auch in verschiedenen Farben, kann man sich auch inspirieren lassen, aber sieht auch sehr elegant aus. Auch eine Möglichkeit von Burberry,
Die kleinen Grays gibt es auch schön für Frühlingstypen in so einem hellbraun oder auch in einem dunkleren Braun für Herbsttypen. Sommer, Winter in Blau ist alles dabei. Sieht auch sehr elegant aus, sehr schlicht mit einem kleinen Logo. Nicht so übertrieben und überladen. Auch eher die edle Variante. Aber auch diese Tasche lässt sich super schön zur Jeans und Sneakers kombinieren. Also auch eine gute Option, die Tasche zu verschiedenen Stilen zu tragen. Und ihr könnt quasi die jeden Tag einfach nehmen und das sieht immer gut aus. Überlegt euch, welches Material ihr bevorzugt. Es gibt richtig tolle Nylon-Taschen, es gibt richtig tolle Ledertaschen, es gibt auch vegane Ledervarianten, Canvas, was auch immer ihr bevorzugt. Auch da ist es ganz wichtig, dass man so ein Gefühl bekommt, wie ist die Haptik und welche Art von Tasche möchte man gerne bei sich tragen. Auch eine gute Frage, wie individuell soll die Tasche sein? Ich sag mal zum Beispiel, eine meiner absoluten Lieblingstaschen ist die Pochette Métisse von Louis Vuitton. Ich habe die in so einem extremen Pinkton. Ich liebe diese Farbe. Ich liebe auch diese Tasche. Also das ist mein größter Favorit. Sollte ich von all meinen Taschen nur eine einzige auswählen dürfen, von der Funktionalität her, ich würde definitiv diese wählen. Denn diese hat so viele Eigenschaften, die super angenehm sind und perfekt für den Alltag. Die hat ein echt strapazierfähiges Material. Das lässt sich auch mal abwaschen mit einem feuchten Tuch, wenn da irgendwas drauf kommt. Die hat einen Trageriemen, die hat einen Schulterriemen. Du kannst einmal die Crossbody tragen, du kannst die ganz normal über die Schulter, du kannst die einfach so schnappen und aus der Tür rennen sozusagen. Die hat drei Fächer hier innen, da passt super viel rein und die ist wirklich der perfekte Begleiter, ich sag mal, für den täglichen Gebrauch. Also ich persönlich, ich liebe diese Tasche, aber ich habe die extra in so einem auffälligen Ton gewählt, weil ich die sozusagen als Highlight meines Outfits style. Diese Variante gibt es natürlich auch noch in schönen neutralen Brauntönen, Beige oder Creme oder Rosé oder irgendwas, was vielleicht ein bisschen mehr basic ist und dadurch die Tasche nicht so in den Vordergrund stellt bei einem Outfit. Aber das wäre auch noch was, was man vielleicht vorher überlegen könnte oder was ihr euch überlegen müsst. Wollt ihr die Tasche als Highlight nutzen bei den Outfits oder soll es mehr so eine, die irgendwie sich in das ganze Outfit einschmiegt? Gerade bei der Farbe auch ist es wichtig zu überlegen, habe ich die Möglichkeit, diese Tasche auch dementsprechend zu behandeln. Also gerade wenn ihr eine sehr helle Tasche nehmt mit einem etwas anfälligeren Leder, beispielsweise irgendwas in Creme, dann solltet ihr überlegen, passt das zu meinem Alltag? Wenn ihr zum Beispiel drei Kinder habt und damit auch dann mit der Tasche auf dem Weg zum Spielplatz unterwegs seid oder eins der Kinder irgendwie da Eis drauf schmiert oder so, dann nehmt lieber ein robustes Leder in einem dunklen Farbton, einfach damit ihr eurem Alltag gerecht wird und ihr nicht die ganze Zeit Panik habt, dass ihr die Tasche nicht benutzen könnt. Denn was bringt die schönste Designerhandtasche, wenn die nur im Schrank steht? Die sollte schon auch ein Gebrauchsgegenstand sein und von euch genutzt werden und euch den Tag erfreuen oder euch am Tag erfreuen oder euch Freude bringen. Was eigentlich das A und O ist an der ganzen Nummer mit den Designerhandtaschen ist, dass ihr das Gefühl habt, ihr seht die Tasche und das ist sie einfach. Das ist die Tasche. Die Tasche möchtet ihr haben. Die ist einfach die perfekte Tasche für euch. Wenn das nicht ist, dann lasst es lieber. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, die sieht ganz gut aus und bei der anderen Person sah die super aus, aber irgendwie bin ich das nicht, dann weg damit. Dann gib nicht so viel Geld aus für so eine Tasche, dann ist es das einfach nicht. Aber manchmal hat man so Momente im Leben, ich persönlich habe das auch gehabt. Ich habe diese Tasche gesehen bei einer ehemaligen Freundin und ich habe gedacht, oh, das ist meine Tasche. Das ist genau meine Tasche. Die hat genau das, was ich an der Tasche toll finde. Viele Fächer, die hat hier diese schönen Schwalben, die ich auch tätowiert habe. Die hat einfach den richtig schönen, diesen knautschy Look, die ist so ein bisschen rockig angehaucht. Das ist genau die Tasche, die ich liebe, die will ich auch haben. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen. Vielleicht muss man dann irgendwie, weil es die Tasche im Original in neu nicht mehr gibt, vielleicht muss man warten, bis es die irgendwo bei eBay gibt. Vielleicht kommt die dann auch aus den USA. Man muss die vielleicht noch mal ein bisschen behandeln, dass die wieder gut aussieht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, auf seine Lieblingstasche zu warten und da rein zu investieren. Also wenn ihr einfach nur eine Designerhandtasche, weil es irgendwie eine Designerhandtasche sein muss, dann ist es das nicht.
sucht euch eine Handtasche, wo ihr das Gefühl habt, ja, die ist einfach toll, wenn die bei mir ist, wenn die mich begleitet auf meinem Weg. Ihr müsst nicht unbedingt so ein Traditionshaus wählen. Ihr könnt auch mit einer neuen, modernen Tasche anfangen, mit einem neuen, modernen Label. Also das muss jeder selber für sich entscheiden. Auch rechts und links von den großen Designern gibt es ganz tolle Handtaschen, mit denen man starten kann. Ich habe zum Beispiel mal hier eine mitgebracht, die ich super gerne trage auch, die in einem etwas günstigeren Preissegment ist. Und die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Verlinke ich euch auch gerne hier unten. Und das ist auch so eine Daily Bag. Passt auch, Portemonnaie, also je nachdem, wie groß das Portemonnaie ist, Handy, Schlüssel und eine Maske rein. Und passt auch gut zu meinem Farbtyp, ist halt eine schöne Sommertasche. Das ist übrigens die Tilda von Maison Héroïne. Vielleicht soll die Tasche auch einfach Spaß in euren Alltag bringen. Dann empfehle ich euch so ein Modell. Die Tasche habe ich gesehen, habe ich gedacht, ist die nicht süß? Ist die nicht süß? Die rollt immer mit den Augen. Und die macht einfach Spaß zu tragen. Eine Tasche muss einfach auch Spaß machen. Ja? Eine Tasche ist dafür da, um euch das Gefühl zu geben, ja, das wird ein richtig guter Tag, wenn ihr die anzieht. Ja? Eine Tasche ist es egal, ob ihr 10 Kilo mehr oder 10 Kilo weniger wiegt, ob ihr irgendwie einen Bad Hair Day habt oder ob ihr irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden seid. Eine Tasche gibt euch ein gutes Gefühl. Die richtige Tasche gibt euch ein gutes Gefühl. Ganz wichtig, eine Designerhandtasche ist, ich sag mal, ein Luxusgegenstand, für den man sich nicht verschulden sollte. Ja? Also spart was an, investiert dann in die Traumtasche schlechthin, aber verschuldet euch bitte nicht dafür, weil im Grunde ist es auch nur ein Gebrauchsgegenstand. Aber was mir immer ganz gut hilft, rechnet den Preis um in Tragestunden. Habt ihr also eine Tasche, die ihr träglich tragt, die ihr immer dabei habt, dann lohnt es sich da auch ein bisschen mehr zu investieren und dann rechnet sich der Preis auch ein bisschen besser. Damit ihr lange was von eurer Tasche habt, schaut nicht direkt auf den Trend. Ja? Vergesst mal die Trends, schaut da drauf, welche Farben findet ihr toll, welche Eigenschaften findet ihr toll, welche Marke findet ihr toll. Vielleicht gibt es eine Marke wie Chanel oder Dior oder Yves Saint Laurent oder Marc Jacobs oder irgendwas, wo ihr den Designer verfolgt habt oder wo ihr das Gefühl habt, so, ja, mit dieser Marke kann ich mich identifizieren. Dann vergesst die Trends, schaut, was hat die Marke, also welche Taschen gibt es bei dieser Marke, wo schlägt euer Herz für, was ist die Optik, was spricht euch an? Geht lieber nach sowas. Vergesst das mit den Trends, sondern hört auf euer Gefühl. Wenn es genau die Tasche ist, die für euch bestimmt ist, dann ist es genau die richtige Tasche. Jetzt wisst ihr genau, was ihr sucht. Jetzt könnt ihr das eingeben, zum Beispiel bei Net-a-Porter. Ihr könnt genau die Kriterien eingeben, die Größe, die Farbe, die Form, die Art der Tasche, den Preis. Und dann kriegt ihr eine super, super Auswahl an Taschen, die perfekt für euch sind. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, hey, da ist eine dabei, die gefällt mir, schaut euch die live an. Definitiv. Fahrt irgendwo in den Store, vielleicht dauert das ein bisschen, bis das alles wieder offen hat, aber fahrt irgendwo hin, fühlt die Tasche, zieht die an, tragt die, lauft damit durch den Laden und schaut, wie ihr euch fühlt, ist das genau die richtige Tasche. Es wäre einfach zu schade, wenn ihr euch die schicken lasst und dann wieder zurück und das ist es irgendwie nicht. Also geht in den Laden, guckt euch die an, das ist auch ein schönes Erlebnis. Ne? Das ist, ihr werdet euch, wenn ihr die Tasche tragt, immer wieder daran erinnern, wie das war, als ihr die bekommen habt. Auch wenn es eure erste Designertasche seid und ihr seid ein bisschen unsicher, habt keine Angst, in so ein Chanel oder Hermes oder Yves Saint Laurent oder Dior Laden zu gehen. Ihr seid Kunde, ihr wollt euch die Taschen anschauen, auch wenn ihr nichts kauft, ist nicht schlimm. Geht dahin, schaut euch die an, fühlt die, wie die sich anfühlen und genießt einfach das Erlebnis, in so einem Store zu sein. So, das war's auch schon für heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne hier unten in den Kommentaren. Wie gesagt, es gibt einen Blogbeitrag dazu, verlinke ich euch hier unten. Schaut auch mal auf meinen Pinterest-Pinwänden vorbei und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und den Kanal abonniert und nicht vergessen, ein Like zu geben. Bis dann, ciao! Talk to me.